Das ist super voll hier. Und mein Raid ist noch nicht mal hier, ne? Diese ganzen Warlocks mit ihrer Dämonenform. Wo bekomme ich am schnellsten einen Zauberstab her? Aktionshaus. Also klingt jetzt wie ein Meme, aber... Ich würde ins AH laufen. Und dann suchst du dir... Den, den du brauchst. Level 5 kostet 10 Silber. Level 13 kostet 16 Silber. Ne? Also ich würde 10 Silber farmen und da reingehen. Das ist mit der Beste, den du kriegen kannst, ne? Move to Zoram? Nee. Wieso denn Zoram? Das war doch Weston. Ich bleib hier, Leute. Was soll's. Also es kostet 10 Silber und dann gib ihm, ne? Das Ding ist halt, jetzt kommt das Ding in der Sache. Die Zauberstäbe. Ja, die droppen können. Wie zum Beispiel einen Zauberstab in EFC oder so. Vom Trash. Ich kann ihn leider nicht anzeigen. Die sind schlechter als die gecrofteten Dinger. Ja, es gibt, glaube ich, einen für Level 7 oder so. Und der macht weniger DPS als diese Teile hier. Deswegen würde ich immer schauen, dass ich den nehme. Wenn ich das Gold habe oder halt den hier. Die machen weniger DPS. Warte mal, ist das gerade gesprungen? Oder habe ich das nur gesehen? Also die ganze Zeit ist hier ein Bug. Diese Prozente, die fallen einfach runter. Liegt das an Classic, dass die Bodentexturen beim Laufen leicht flackern auf Entfernung? Kann ich mir vorstellen, ja. Also bei mir geht es, oder? Hier flackern die nicht, ne. Also wir müssen jetzt rüberfliegen nach Zoram. Ja. Es ist schon wieder runtergegangen, oder? Das war gerade 70. Es springt durchgehend runter. Die Ereignisse an deiner Minimap triggern meinen inneren Monk. Warum? Es werden halt immer mehr irgendwie, ne? Ich habe jetzt nämlich noch hier Gargoyle. Was auch immer das sein mag. Aber ich finde alles wieder. Es gibt ja doch keine Möglichkeit, das irgendwie anders zu machen. Leider muss man so viele Symbole da haben. Jetzt bin ich hier. Die Prozente gehen immer weiter runter und ich bin auf einem ganz anderen Layer. Hier, eigentlich sollte hier mein ganzes Team sein. Hier ist niemand von meinem Team. Und jetzt werden die auch noch weggelayert. Hä? Das gesamte Event funktioniert immer noch nicht so, wie sie, glaube, wollen, oder? Jetzt muss ich meinen Raid fragen, ob die mich irgendwie in diesen anderen Layer reinporten können, ne? Port me please, I'm wrong layer. Wir haben zwei Warlocks drin, ne? Oder wir müssen nochmal neu joinen oder so. Andere Idee. Ich muss rausliegen. Keine Ahnung. Ich werde nicht geportet. Ich kann dann mal so ein Neues rein zu joinen in die Gruppe. Wer wird jetzt gelayert? Nö. Es ist so buggy, holy moly. Warum ist es nur so verbuggt? Schreiben wir mal ein In, vielleicht kriegen wir nochmal ein Invite.
Vielleicht mal reloggen oder so, keine Ahnung. Irgendwas muss ich ja machen. Weil hier bin ich halt komplett lost, ne, auf der Seite. Und sind wir? Nee. Wir sind einfach komplett stuck. Also müssen wir wirklich einen Layer-Summon nehmen. Ah, die Warlocks wollen nicht summonen, die chillen AFK, glaube ich. Oh Mann. Ja, es wird nichts. Ich bereue, dass ich zu diesem PvP-Event hingegangen bin, muss ich sagen. Da das letzte Mal, dass ich ins Event reingehe. Ich weiß ja nicht, wie ich es beheben kann. Das ist so das Ding. Leaving and rejoining made me switch. Okay, ich versuch's nochmal. Nächster Versuch. Nee. Na gut, dann müssen wir einfach hier bleiben, ne? Mit der Gruppe oder so. Keine Ahnung. I guess. Es kann halt sein, dass wir jetzt auf dem Layer sind, wo die Horde-Gruppen nicht sind, ne? Naja. Dann warten wir auf die 9% und gucken, was passiert. Ich sagen. Okay, wir haben einen neuen Warlock in der Gruppe. Der wird versuchen, uns ranzuporten, hoffentlich. Ich habe den nochmal geschrieben. Weil die anderen Warlocks haben mich ignoriert. Dem war das egal. Ich versuch's mit dem hier. Der meinte nur, dass keiner auf die Teleporte gerade draufklickt. Das ist das Problem. Nöp, kriegen wir auch keinen Port. Ich schreibe ihn nochmal an. Spam jetzt auch noch zu den Lümmel. Ne, er meint, es will keiner raufklicken. Auf dem Raid. Na gut. Dann sind wir stuck hier, ne? Okay, der Teleport wird jetzt geklickt, aber der kann mich nicht porten. Also der Port ist verbuggt. Obwohl er portet, es kommt nichts an. Durch den verbuggten Layer wohl. Oh, Leute. Ich gehe mal in einen neuen Raid. Mal gucken, ob ich jemanden finde. Inf Zora. Da. Neuer Raid. Jetzt sind wir da, wo... Wir sind auf der komplett anderen Seite jetzt.
Can you summon, bro? I'm layer bugged. Okay, wir versuchen mal, ob wir da gesammelt werden. Ich wurde jetzt gekickt. Inf Zoram. Jetzt wurde ich gekickt. Meistens so ohne Beta, dass alles verbuggt ist. Naja, sind wir ehrlich. Auch mit der Beta ist meistens alles verbuggt. Auch mit der Beta. Inf. Ich schreibe mal den hier in. Ich meine, hier stehen ja Leute rum. Vielleicht darf ich ja hier mitspielen. Sind sowieso noch ein paar Prozente, die wir brauchen. Nee, dürfen wir auch nicht. Jetzt sind die Prozente wieder runtergegangen. Die Allianz braucht jetzt wieder mehr Prozent als vorher und die Horde hat auch wieder was verloren. Also, I don't know. Und jetzt bin ich in einem Raid, der... Weird. Okay, neuer Raid. Alle vier Logs angewispert, vielleicht werden rüber geportet. Aber normalerweise ignorieren Warlocks das. Ja. Yeah. Please. Okay, der eine Warlock will mich wohl porten. Vielleicht haben wir Glück. Übrigens sind die Prozente nochmal wieder runtergefallen. Horde war gerade wieder bei 90. Musste alles wieder hochgehen. Oh mein Gott, ich glaube, der portet mich wirklich, oder? Er versucht das zumindest. Aber es kann sein, dass keiner raufklickt. Ich wurde gekickt. Naja. Es war auf 5% und ist wieder runtergesprungen auf 91. Also die haben wieder 6% verloren oder so. Ich warte übrigens schon seit, weiß ich nicht wie lange, einer halben Stunde, dass die Zahl hier hochgeht. Also die springt immer wieder runter. Endlich. Eigentlich muss es losgehen. Wir haben keinen Raid, aber... Vielleicht geht's auch ohne Raid. Mal gucken. Na, das sind andere Raids, wurden rausgekickt. Und im einen waren wir gelayerbuggt. Ja. Okay, wie lange habe ich jetzt gewartet auf das Ding? Bestimmt fast eine Stunde, oder? Also vor 3 Uhr bin ich auf jeden Fall rein. Also ich stand hier länger als eine halbe Stunde rum. Und ich hoffe, es wird jetzt voll. I hope so. Dass es nicht wieder irgendwie auf 1% springt. Das Mount kannst du kaufen bei deinem PvP-Händler. Also Warzone-Händler. Hier für die Allianz und da für die Horde. Und du brauchst freundlich bei Warzone und es kostet 10 Gold. Okay, es geht los. Starting. Ich muss alles taggen einmal. Boah, das ist ganz schön laggy, ne? Kann das sein, dass ich die ganzen Mobs getaggt habe? Sonst wären die grau für mich, oder? Wir müssen jedem einmal Schaden machen, weil die alle Ruf geben. Ne? Das ist das Ding. Oh, leider ist das Giga-Laggy. Muss ich ein bisschen aufpassen, ich habe aber kein Healing dabei, ne? Bin in keiner Gruppe drin aktuell. Oh, warte mal, ich kann die ganzen Mobs looten. Wait. Muss noch so ein Wurzeln raus. Loot. Weil ich die alle getaggt habe, ne? Wait. Ist das actually eine Taktik, um Gold zu farmen? Weil ich die ganzen Mobs getaggt habe, kann ich das ganze Gold mitnehmen. Schon 2 Greens bekommen davon.
Ah, ein bisschen Leinstoff, sehr schön. Und den Text soll ich auch kriegen eigentlich, ne? Dann kommt mal wieder... Ist da irgendwo noch Loot für mich? Guck mal, es sind auf jeden Fall Gold, weil ich gelootet habe. Hier ist nichts mehr, ne? Soll ich da noch einen Boss weghauen? Nein. We died. Warte mal. Bin ich jetzt aus dem Event rausgedingst? Wehe. Stell mal vor, ich würde jetzt keinen Ruf kriegen. Weil ich aus der Zone rausgeportet wurde. Das wäre tragisch. Aber wir sind auf jeden Fall noch drin in dem Event. Steht 1:1. Das ewige Hin- und Her-Skillen, 10 Silber pro und dann geht es, glaube ich, bis 1 Gold hoch. Ich glaube, 1 Gold ist Maximum. Also komplett, komplett in Ordnung. Da sind wir wieder. Ich habe auf jeden Fall noch gedingst im Mob, ne? So. Stell mal vor, da ist jetzt ein Blut oder so drin. Der gab nix. Na gut. Und jetzt? Machen alle Ruhesteine irgendwie. Ich denke, die haben Ruhestein hier, oder? Beim Splinterposten und gehen dann dahin. Kann das sein? Ich muss leider fliegen gehen. Okay, auf jeden Fall haben wir Ruf bekommen. 200 gab es, glaube ich. Und jetzt muss noch die Glewe down. Und dann müssen wir den Endboss machen. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir da noch hinkommen. Na, rechtzeitig. Wenn nicht, dann war das das PvP-Event. Perfekt. Dann ist Warsong Group, genau. Ich guck mal hier rein, ob die Allianz kämpft. Das würde mich mal interessieren. Ne, Allianz hat irgendwie zwei Bases immer noch nicht gemacht. Wir haben alle drei down. Hier ist Allianz. Oh, der hat sogar noch super viel AP. Die haben den resettet. Was machen die denn? Den Event machst du für Ruf und World Buff, genau. Du kriegst ja so ein Trinket, kannst einmal die Woche abgeben. Und dann bekommst du einen 5% Damage World Buff. Schnell, ich muss zum Boss. Ich werde jetzt hier defenden. Sehr schön. Oh, das Problem ist, sobald das Event vorbei ist, sind wir dead. Lieber Shaman, ich hoffe, der weiß es. Also, sie haben diesen Boss nicht down bekommen, es waren zu wenig, oder? Nehme ich an. Ich gehe schon mal ein Stück weg. Damit wir gleich, wenn die
Hoffentlich in Endboss Down haben wir dafür Ruf bekommen. Da denke ich, aber man muss überlegen, das war das einzige PvP, was wir in dem PvP-Event gemacht haben, oder? Wie viele Alis waren dort? Gerade irgendwie 10 oder so. Nicht so viele. Die haben irgendwie nicht so viel Interesse daran, habe ich das Gefühl. Das Interesse fehlt ein bisschen. Ich würde halt gerne noch zu der Base hin, aber das schaffe ich nicht mehr zeitlich, ne? Wenn ich da jetzt loslaufe, bin ich da und dann ist das Ding vorbei. Dann töte ich lieber noch so einen Matschkrabbler hier. Den Ruf kriegst du auch, wenn du nicht mitkötest. Janro, danke für den Follow. Also müsste normalerweise. Wir haben jetzt 4540. Jung leckt es. Nee. Okay, wir müssen mit dabei sein, ja. Wir müssen ihn taggen. Wir kriegen keinen Ruf. Also muss man entweder da Ruhestein haben oder hier starten. Das Mount habe ich nicht, ne. Weil 10 Gold ist mir zu viel.